Guten Abend, die Damen und Herren. Konnichiwa, Servus, Grüezi, Hello, Hoi, Hey. Buenas noches, guten Abend, meine Damen und Herren, in Spanien, in ganz Europa, in Deutschland, all überall, wo schön mit den tollen Keyboards Musik gemacht wird, wo ihr an euren Instrumenten komponiert, spielt, mit Styles, mit MIDIs, egal wie, Hauptsache ihr habt Spaß. Und jetzt habt ihr sicher die eine oder andere Frage, die ihr schon lang dem Frank stellen wolltet. Dazu ist jetzt eure Chance. Ich grüße alles, was ich schon hier sehe. Leider kein Ton. Das wäre natürlich fatal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ab. 1, 2, 3, 4. Kein Ton. Habe ich wirklich keinen Ton. Bah, bah, bah. Ich habe hier Pegel drauf auf meinem Streaming. Kann das jemand bestätigen? Bitte, bitte sagt Ton ja, Ton nein. Ach, Kollege, hatte Ton ausgehabt. Dann bin ich ja beruhigt, Alex. Ton perfekt. Viele Grüße in die Hauptstadt. Dann bin ich ja beruhigt, dass der Ton da ist. Aber ich bin auch immer meine Checkliste am Durchgehen. Richtige Audio in, Audio out gewählt. Bildkanal auf. Richtige Streaming-Plattform an. Heute mal wieder auf einer erweiterten neuen Plattform drauf. Meine Freunde aus Amerika, mit denen ich unterwegs war, haben gesagt, stream auf jeden Kanal, egal wo. Da schauen wir einfach mal, wer da sich alles meldet. Wenn Neulinge dabei sind, ich streame über Facebook, YouTube, Twitch und wie die alle heißen, die Kanäle. Und ihr könnt dann einfach in der Bemerkungszeile unten drunter unter dem Stream, den ihr jetzt live seht, ich hebe die Hand und winke, genau, schreibt eure Fragen darunter, dann kann ich die beantworten. Es gibt aber auch Leute, die schon vorab Fragen gestellt haben, einfach per Tool, da habe ich ein Formulartool, wo man vorab schon die Fragen stellen kann. Manche schreiben es per Mail, manche per WhatsApp. Da gehen wir einfach mal schön durch, was es da so alles gibt. Da fangen wir doch gleich mal an. Da kam eine Frage vom NC oder jetzt muss ich gucken, ich kenne auch eine NC, weiblich. Ich sage einfach mal NC, Enzo, männlich, weiblich, egal. Da geht es um die Programmierung von eigenen Figuren, Spielfiguren, Gitarren, Funk, selber programmieren. Tja, was will ich sagen? Das geht natürlich, aber da muss ich mir einfach überlegen, ich muss jede Passage natürlich harmonisch richtig spielen in C Major 7 und wie ein einfaches MIDI-File, wie ein Multipad und das harmonisch natürlich machen. Am aller einfachsten nehme ich fertige Styles, orientiere mich da an einem Style-Maß, Style-Art, Style-Takt, die mir gefällt und dann kann ich über den Editor einfach die Spur löschen und die komplett einspielen. Der Alois hat es, dann hat er das letztens gemacht, genau, in einem Mini-Video hat er einfach da auch ein paar Tracks eingegeben, also habe ich ihn gesehen. Ach, live auch beim Kollege in Waldorf hat er das auch gezeigt. Da einfach die Heidrun hat da tolle Videos. Der Alois hat da tolle. Also ich bin jetzt der Style-Einspieler sicher nicht der Optimale, der das zeigen kann. Aber wenn wirklich kein Video findest, was dir genügt, dann mache ich da auch eins. Aber im Endeffekt wichtig einfach das Timing und dann halt auch die Harmonisierung und die Ticken, dass man weiß, dass natürlich alles, was viel gespielt wird und harmonisch wechseln soll, auch im richtigen Moment harmonisch wechselt und nicht, wenn es nicht soll. Wir hatten letzte Woche das, dass man gesagt hat, wenn einer wirklich wechseln will beim Intro und es soll wirklich nicht die Harmonisierung wechseln, dass ich dann eben einen Bypass nehme, dass er also die Harmonisierung nicht übernimmt. Ein anderer sagt, ich will sie übernehmen, aber gerade Intro, Ending will man eigentlich, dass man mit einem Standardakkord startet, das wunschgemäß richtige stilistische spielt. Und erst beim nächsten Wechsel dann im normalen Main-Bereich die Akkorderkennung scharf wird, vorsichtig gesprochen. Das gleiche natürlich auch, weil du auch fragst mit den Arpeggiatoren. Leider kann man ja nicht wahlweise individuellste Arpeggiatoren selber programmieren in vielen Instrumenten. Bei manchen im Sinti-Bereich geht es.
aber nicht in allen Keyboards. Also bitte Enzo, ah ja genau, unten Enzo, wie komme ich jetzt zu Enzi? Doch Enzo, ich gehe jetzt von männlich aus, lieber Enzo, sage ich einfach mal. Guck einfach mal, ob du ein Video bei der Kollegin Finch, wenn nicht, mache ich das einfach auf die nächste Sprechstunde auch nochmal kompakt. So, gut, was haben wir denn hier rechts stehen im Live-Text? Sehe ich keine Fragen, dann war jetzt Thema Konvertierung. Ich hatte die Tage eine Konvertierung zu machen von einem Tyros 5 auf einen Genus 2 und es stellte sich heraus, dass das Tyros 1 Registrierungen waren, die auf 2, 3, 4, 5 verwendet wurden und jetzt beim Genus 2 nicht gleich so wollten, wie sie sollten. Da kann ich jetzt nur Danke sagen an unseren Rainer Fritz Tools, der sich die Registration angeguckt hat, weil ich selber nicht mehr wusste, was noch los ist. Man kann wirklich fast alles finden, aber es gibt wirklich Fallen. Deswegen ganz klar, wenn ich ein neues Keyboard habe und ich möchte alle Funktionalitäten des neuen Keyboards nutzen, mache ich mal eine neue Registrierung, um aber auf die Schnelle loslegen zu können. Konvertierungstools, Fritz Tools vom Rainer oder das Yamaha Registration Manager Tool. In diesem Fall benötigte ich noch den Konverter T1 auf T2, T2 auf T3 und dann den Yamaha Registration Manager oder eben der Reinhard sah mit seinem GDS perfekt, weil er wirklich die hexadezimalen Parametereinregistrierungen alle im Kopf hat er die alle drin, das ist der Wahnsinn. Gut, da nochmal tausend Dank an Reinhard, der mal da geholfen hat. Dann kam eine Frage hier im Ticker noch rein. Da ging es um Backup und Startregistrierung. Die kam entweder per WhatsApp rein. Ja, die kam per WhatsApp rein. Welchen Unterschied macht es zwischen einem Backup und einer Startregistratur? Und weshalb sollte ein Backup wöchentlich mit Datum gemacht werden? Das habe ich, glaube ich, so nicht gesagt, aber ich sage jetzt einfach mal, was mir da wichtig ist. Der normale Anwender hat einen Stick, mit dem arbeitet er an seinem Keyboard. Früher hatte man Festplatte, kein Thema. Heute haben wir den Stick, schieben wir mal in unseren Keyboard rein. So, seht ihr da den Slot? Ne, seht ihr nicht, also schiebe ich rein. Dann erkennt mein Keyboard gleich einen Stick, meldet es dann auch hier an, sagt ja, hier ist ein Stick angekommen, USB-Gerät wurde angeschlossen. Und das ist eigentlich das für mich die wichtige Backup, dass ich diesen Stick, mit dem ich alles mache, im Schnitt mindestens einmal im Monat komplett sichere. Der Riesenvorteil, wenn ich nur mit einem einzigen Stick arbeite, wenn der Stick Verknüpfungen von Stick auf Stick unterhält, nehme ich ihn und gehe zum Kumpel, schiebe den in das gleiche Keyboard rein und der funktioniert. Ich gehe zum Keyboarder-Treff, nächste Keyboarder-Treffs wären jetzt zum Beispiel 16. in Steinwenden oder dann beim Lanze Ende April Tambach Dieterz oder zum Musikando und ihr nehmt euren Stick. Habt es aber vorher getestet bei einem Freund, der das gleiche Keyboard hat oder eine Freundin, steckt es rein und es muss alles funktionieren. Es kann Ausnahmen geben. Es kann nicht funktionieren, wenn ihr hier Pakete ansteuert, Expansionspakete, die nicht in dem Instrument drin sind, in das ihr es reinsteckt. Nehmt ihr aber natürlich Original-Yamaha-Pakete, die eigentlich jeder nutzt, da sie ja kostenlos sind, funktioniert dieser Stick auch an dem fremden Keyboard, weil derjenige auch die Yamaha-Pakete im Normalfall eingeladen hat. Diesen Stick sichert ihr oft und dann macht er natürlich ein System-Backup von eurem Keyboard. Euer Keyboard, egal welches, hat die Möglichkeit eines Backups. Ich gehe gerade mal hier rein. Und dann Menü. Und dann gibt es Utility. Und dann gibt es relativ unten Factory Reset Backup. Da geht er jetzt auf die zweite Seite. Ich mache mal, dass ihr seht, was ich drücke. Hier einen Pfeil nach unten. Und dann kann ich da oben Backup drücken. Bin ich nicht so, mache sogar noch mit Include Audio Files, sage Backup. Um die Einstellungen des Instruments zu sichern, schließen Sie den Stick an. Und drücken Sie, okay, Stick habe ich angeschlossen. Auch wichtig, hier schreibt jetzt beim Genus 2, Obacht, 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 Yamaha, dass man das am oberen Bedienfeld oder der Rückseite anschließen muss. Heißt,
Sie machen das Backup-Restore nicht auf den unteren eingebauten. Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, bin ich ehrlich. Wahrscheinlich war es beim Genus 1 genauso. Aber auf alle Fälle nur oben oder hinten und nur ein Stick rein. Und dann drücke ich die Taste OK. Sichern Sie die Daten auf dem Laufwerk USB 1. Ja, mache ich. Und jetzt macht er das Backup meines Instruments. Das geht bei jedem PSRS-Modell, PSRS-X-Modell, Tyrus-Modell, Genus-Modell, eigentlich bei jedem Yamaha-Keyboard der letzten 20, 25 Jahre. Das dauert jetzt ein Weilchen. Die Funktion Include Audio-Files gibt es nur bei den neueren Modellen. Die alten hatten keine Audio-Files, kein Geheimnis. So, Sicherung ist abgeschlossen. Die Datei heißt Instrumentenname.bob, in dem Fall Genus 2, beim Genus 1 war es Genus oder Tyrus 1 Bub oder PSRS Bub. BOB steht für Backup-Datei. Diese Datei macht Folgendes. Sie speichert alles, was ich beim Einschaltmoment im Keyboard drin hatte, nicht, was ich auf dem Stick hatte. Was auf dem Stick drauf war, ist nicht gespeichert, sondern alles interne. Wenn ich jetzt also zwei Sachen sichere, einmal den Stick, einmal per Backup auf den Stick mein Instrument, bin ich auf der sicheren Seite. Den Stick sichere ich natürlich auf dem Computer und gerne immer mal wieder auf den zweiten Stick, aber im Computer, nicht im Keyboard. Wenn ich im Keyboard was sichere oder was kopiere mit Copy and Paste, kann ich vom Keyboard nie alle Dateien auf einmal sichern. Ich müsste jeden Ordner erst Styles kopieren, dann Voices, dann Multipads. Und am Computer nimmt er einfach den tollen Explorer und kopiert Stick 1 auf Stick 2. Wunderbar. Und das macht er natürlich auch auf dem Computer in den Ordner rein. Den nennt er dann heutiges Datum, Keyboard Stick, Sicherung. Da er zuerst das Backup macht, was ich euch gezeigt habe, sprich dieses hier, habt ihr dann das Backup, euer komplettes Instrument gesichert und eure ganzen Styles, Songs, Multipads, was ihr benutzt. Gut, das war jetzt mal wieder eine komplette Sicherungsanweisung, die immer dann vergessen wurde, wenn sie wichtig war. Das heißt, wenn ihr wirklich Sachen verloren habt, da habt ihr jetzt einen Kunden, der sagt, formatiert das komplette Keyboard, alle Songs von der Festplatte, Tyrus weg, dann sage ich, gut, da kann ich auch nicht mehr viel machen. Wenn ein Computer-Freak in der Nähe ist, kann man Dateien herstellen. Das Problem ist, die Dateien werden hergestellt, aber oft geht die Struktur verloren. Das heißt, ihr seht dann noch einzelne MIDI-Files, aber die Ordnerstruktur könnt ihr nicht mehr oder nur ganz, ganz selten wieder so herstellen, wie sie war. Ich habe dann oft schon bei Keyboards Wiederherstellungen von der Festplatte Daten des Vorvorbesitzers gefunden, die der dachte, er hat sie gelöscht und der danach hat sie gedacht, hat sie auch gelöscht. Aber es waren noch Fragmente drin, die noch hergestellt werden konnten. Aber der aktuelle User konnte keine Ordnerstruktur mehr nutzen, nur ein paar einzelne MIDI-Files, die in nicht findbaren Ordner waren, die haben wir noch gehabt, konnten wir auch sichern, aber die Struktur mit Sortierung, alles weg. Deswegen sichert lieber ein- oder zweimal zu viel, wie ein- oder zwei- oder drei- oder viermal zu wenig. Gut, dann haben wir das hier doch auch durch. Stadtregistrierung war hier auch noch die Frage bei der Dame, bei genau, die Ingrid war das. Erstmal Grüße nach Berlin wieder. Stadtregistratur, Backup, was überhaupt der Unterschied da noch wäre. Gucken wir uns mal das an. Also ich habe jetzt hier die Backup-Funktion gemacht und damit habe ich das Keyboard so hergestellt. Bei mir ist jetzt automatisch die Stadtregistrierung auch gleich natürlich mitgesichert worden. Das heißt, ich habe hier die MCS-Dev, die meine Stadtregistrierung, mit der ich normal immer anfange. Die mache ich auch jedem Keyboarder, der bei mir ein Keyboard kauft, rein. Das heißt, ich muss das Keyboard nie resetten. Ich habe immer die Stadtregistrierung, die ich aufrufen kann. Diese, die ich im User drin habe, werden natürlich automatisch bei der Backup-Funktion auf meinen Stick mitgesichert. Alles, was im User-Bereich ist, wird auf dem Stick über die Backup-Funktion gesichert. Und dann bin ich auf der sicheren Seite.
Solltet ihr beim Umschalten von Registrierungen merken, dass irgendwas nicht mehr passt, dann geht auf eure Startregistrierung, ich gehe mal auf Italo 1, keine Ahnung, was das war. Dann gehe ich einfach wieder zurück auf meine Startregistrierung und bin wieder glücklich. Okay, hier im User eigentlich nur Startregistrierung und Sachen, die man gerade bearbeitet, speichern. Alles, was ich dauerhaft nutze, gehört auf den Stick, weil da wird es so gesichert, dass es kopierbar auf dem nächsten Keyboard gleich ist. Weil ihr dürft vermutlich, wenn ihr mal zum Keyboard-Ref geht, dem User sein komplettes System nicht per Backup überspielen. Das möchte eigentlich niemand haben, weil der eine oder andere hat es vielleicht nicht richtig gesichert und ihr macht aus seinem Keyboard eures deswegen Daten auf dem Stick verknüpft und dann passt es immer. So, jetzt wird der Alois natürlich gleich wieder sagen, Frank, bitte spielen, nicht so viel Technik. Der eine oder andere von euch hat jetzt vielleicht schon im Mail-Eingang gerade eine Mail gekriegt, wo der Alois das auch ein Statement dazu abgibt. Der Keyboard-Newsletter von Frank müsste eigentlich in diesen Minuten bei allen Keyboardern, die der deutschen Sprache mächtig sind, also im mitteleuropäischen Reich, ankommen. Wer Fragen dazu hat, gerne bei mir melden. Gut, jetzt haben wir ganz schön viele Sachen gemacht. Ach, da freut mich, dass die Ingrid mit der Erklärung zufrieden ist. Das ist toll. Gut, der Rudi ist noch reingekommen, die Leni und wen haben wir denn noch alles? So, auf welchen Plattformen haben wir die meisten? Auf YouTube, genau. Gucken wir mal, ob da Twitcher auch dabei sind. Wie gesagt, ich sehe hier alle Plattformen. Also wenn ihr denkt, warum guckt der Frank alles darüber? Ich habe keinen großen Bildschirm vor mir, wo ich jetzt in solchen Buchstaben auf 5 Meter oder 3 Meter hinter den Scheinwerfern und den Kameras das lesen könnte. Ich habe hier einen Computer zu meiner Rechten und da gucke ich immer die Live-Fragen an, was denn gerade so reinschneit von euch. Gut, da könnt ihr jetzt wieder was reinschneiden. Was wären denn die nächsten Fragen? So. Da gucken wir doch einfach mal, was da noch so alles kommt. Der Alois hat wieder erklärt, wie man mit 2 rechten Händen spielen kann. Genau. Der Alois, muss man fairerweise sagen, hat halt 2 rechte Hände. Das heißt, der kann natürlich mit 2 rechten Händen, auch mit der vermeintlich unsere Linke, da er 2 Rechte hat, auch alles spielen. Das heißt, der haut nicht nur den Akkord wie ich da so rein, sondern der macht natürlich Fingerhead on Bass. Das heißt, er spielt immer einen individuellen Bass. Aber das muss man auch können, da bin ich ehrlich, ich habe als Klavierspieler links mal lernen können müssen sollen, aber hier in der Vorführung habt ihr gesehen, ich spiele ja hier alles absolut in C-Dur, dass wirklich keiner sagen kann, das kann niemand nicht spielen, das kann jeder spielen, was ich hier mache. Gut, Fragen zum Keyboard. Habe ich letztes Mal einen kleinen Hänger gehabt und habe beim Style vielleicht nicht geguckt, ob die Ziel- und die Quellkanäle vorhanden waren. Ja, da hat mich der Alex darauf hingewiesen, genau. Das heißt, wenn ihr beim Style Creator seid, machen wir doch mal den Style Creator richtig fett groß und nicht da ein bisschen noch nebendran. Das heißt, wenn ich jetzt über das Assembly natürlich Teile kopieren will und ich sehe, dass da was gar nicht vorhanden ist, wie jetzt bei der Phrase 1, dann ist natürlich blöd, wenn ich diese Phrase wohin kopieren will, die hier gar keinen Inhalt hat. Hat der Frank natürlich irgendwie nicht richtig mitgedacht. Also wichtig ist, wenn ihr was kopieren wollt, muss das in der Quelle vorhanden sein. Das Taktmaß sollte stimmen. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, wenn ich Inhalte von A nach B kopieren will. Wenn ich definieren will, was kopiert wird, hier seht ihr jetzt mein A, immer das, was ich hier drücke, das erscheint dann natürlich sofort und das wird natürlich dann auch ausgetauscht, wenn ich Main A was kopieren will, muss ich Main A drücken, also da drückt ihr einfach den Knopf, den ihr wollt. Ich mache jetzt mal einfach Main D und jetzt könnte ich vom Main D zum Beispiel sagen, der Bass hätte ich gern von Walzer geht natürlich nicht, war wieder der Klassiker, der Easy Pop. So, jetzt habe ich doch der Bass von Easy Pop, seht ihr. Kann ich das, Moment, muss ich kurz wieder meinen Fake-Finger machen und den Finger hinfahren.
So, ihr seht, hier habe ich jetzt den Easy Pop, habe ich jetzt den Bass vom Easy Pop in den Jolly Beat reinkopiert. Können wir jetzt mal anhören. Dum, 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 dum. Ja, hätte jetzt absolut nicht gepasst, aber war jetzt perfekt zum Demonstrieren, wie man ganz schnell einfach aus also Segmente, sprich Teile eines Styles, vom Style A in den Style B machen kann. Idealerweise suche ich mir vorher den schönen Style raus, den ich als Gesamtstyle haben will und den Quellinhalt von einem anderen Style, den ich da reinkopieren will. Und dann macht man das nochmal schön auf die Schnelle. Man geht einfach raus, raus, raus. Mach mal mit Überkopfkamera, ohne Speichern mal, ihr seid im Heimbereich. Und dann geht er einfach in Menü und da in den Style Creator und in Assembly. Vorher habt ihr den Zielstyle gewählt und dann wählt er einfach aus, welches Segment ihr wollt, mit ABCD, was auch immer. Und dann sagt er zum Beispiel, das Schlagzeug hätte er da gerne von Easy Pop oder was auch immer. Ne? Wenn wir jetzt hier reingucken, seht ihr da oben, ich schiebe mich wieder hin mit dem Finger, da der Easy Pop, ne? Da ist er. Da oben der Easy Pop, den habe ich jetzt gerade, Easy Pop Schlagrhythmus 1 habe ich in den Jolly Beat reinkopiert. Ja, da der Bass auch noch vom, na, der habe ich noch original, also da kann man einfach frei sich austoben. Gut, jetzt gucken wir mal, was noch an Live-Fragen kommt, bevor der Frank sich hier in die Style-Editierung reinhaut. So, Grüße, Grüße, Grüße. Wie kann ich den Multipad in der Lautstärke erhöhen? Leider haben wir nur eine Gesamt-Multipad-Lautstärke. Wir können aber die Einzellautstärke der einzelnen Multipads nicht editieren. Deswegen bleiben wir wirklich nur im Mixer des Setup. Gehen wir hier mal wieder raus. Ohne Speichern. Und wenn ich dann im Mixer drin bin, habe ich hier jetzt halt unter Multipad an und aus und im Panel habe ich den Multipad Gesamtlautstärkewert, den ich ändern kann. Leider dann nur den hier, halt daher Multipad, aber nicht die vier Pads einzeln. Wenn es Autos sind, könnte ich sie nicht immer im Audio-Recorder aufzeichnen und da nochmal dementsprechend regulieren. Wenn es MIDI-Pads sind, kann ich sie im Multipad-Editor, den es gibt, den gibt es auch. Ein freies Tool von, auf der BDSM-Seite von PSR Tutorial. Ansonsten kann ich das MPad umbenennen in .mid, weil ein Multipad ja ein vierstimmiges MIDI-File ist, nichts anderes. Und da die Lautstärken einfach dementsprechend anpassen. Jochen, wie gesagt, eine andere Alternative gibt es leider nicht. Audio, wenn es wirklich Audios sind, klar, auch mit Audacity oder egal welchem externen Audio-WAV-MP3-Editor dementsprechend entweder per Normalisierung anheben oder direkt in Volumen die Lautstärke anpassen. So, du hattest, glaube ich, letztes Mal gesagt, bei Suche wird nicht auf USB. Die Suche läuft auch über den USB, definitiv natürlich, aber nicht beim Einsteckmoment. Das heißt, die Indizierung findet halt nicht sofort statt, die findet aber bei der Expansion schon beim Einschalten statt. Das heißt, wenn ich das Keyboard hochfahre und ich habe Daten in der Expansionspakete, im Expansionsspeicher drin, werden die von der ersten Sekunde angefunden. Das war nochmal die Korrektur oder die Spezifizierung der Suche von Sachen auf dem Stick. Gut, was haben wir denn noch für Sachen hier stehen von Fragen von der Waterkant bis nach in die Alpen oder wo auch immer. So, habe ich erwähnt, dass wir am nächsten Mittwoch haben wir die Style-Heroin Heidrun Dolde live in Pforzheim. Das heißt, wir machen einen Live-Workshop, Präsenz-Workshop, 16.30 Uhr nächsten Mittwoch. Das müsste der 10.4. sein. Und danach habt ihr alle die Möglichkeit, hier mal zu gucken, was der Frank hier in dem Studio so macht. Das heißt, ihr sitzt hier vorne und könnt die Fragen natürlich live stellen, aber natürlich auch live zugucken und den Atem von Heidrun und von mir spüren und vor allem uns auch dermaßen ausquetschen, besser wie man es schreiben kann meistens.
Da freue ich mich doch, die Lokalen, ich sage jetzt einfach mal aus Süddeutschland, nächsten Mittwoch in Pforzheim zu erleben. Die Plätze sind hier im Studio limitiert, das heißt bitte eine Anmeldung, aber ich würde mich freuen, den oder die eine oder anderen nächste Woche mal wieder in Live-Präsenz bei dem tollen Workshop von der Heidrun zu erleben. Es geht nur um Styles. Heidrun, nur Styles, Styles, Styles. Meine Sprechstunde, eure Fragen live hier zu mir zugerufen oder aus dem Panel oder aus dem Internet oder vorab an mich geschickt, werden dann nächsten Mittwoch live beantwortet, digital, analog, alles, was ihr wollt. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch an News zum Sagen? Die 16 habe ich gesagt, ja, die zwei Workshops, das haue ich doch euch einfach nochmal raus, die es da zu beachten gibt. Das heißt, der eine Workshop, das eine Keyboarder-Treffen in der Pfalz, in Steinwenden, das ihr alle besuchen dürft am 16. Wo haben wir es denn hier? Wo haben wir es denn hier? Wo haben wir denn hier? Da ist genau Studio Stream Treffen. So. Einfügen. Geht es so? Ah, jetzt kommt noch vom Jochen eine Zwischenfrage. Wie kann ich die Tastatur beim Abspielen in MIDI-Files komplett vom Vokalisten befreien? Das heißt, ich spiele ein MIDI-File, machen wir mal die Tastatur oben, und will, dass ich trotzdem mitspielen kann. Dann, das würde ja funktionieren, wenn einfach der Kanal, der Vokalistkanal, der angesteuert wird, nicht über die Tastatur kommt. Gehen wir doch gerade mal kurz rauf, gucken uns das mal an. Das heißt, ich gehe einfach mal mit der Taste Direct Access und Vocal Harmony da rein und gucke mal an, wo ich meine Kanäle habe. Chordal, akkordabhängig natürlich. Das heißt, da kann ich jetzt definieren, machen wir das einfach auch gleich mal schön. Chordal heißt, ich greife einen Akkord und die akkordenthaltene Töne werden gemacht im Vergleich zum Vocoder-Effekt oder Vokalist, wo wirklich jeder Ton, den ich hören will, auch gespielt werden muss. Das sind die zwei Hauptunterschiede da. Das wollte ich gerade kurz zeigen. Und dann wollte ich doch jetzt einfach kurz zeigen, Chordal oder eben Vocoder. Und jetzt habe ich hier den Songkanal, mit dem ich definiere, welche MIDI-Spur mir den Vocoder spielt. Jetzt müssen wir bedenken, standardmäßig ist MIDI-Keyboard R1, Kanal 1. Wenn wir jetzt in MIDI mal reingehen, müsste man doch das gleich sehen, einfach nochmal zum logischen Erklären. Ich gehe in MIDI rein und da Transmit. Wenn ich jetzt was spiele, über Kopfkamera, ich spiele jetzt nur einen Ton, sehe aber schon hier TX 1, 2, 3, weil ich jetzt hier drei Voices anhabe. Das heißt, die sind standardmäßig auf 1, 2, 3 definiert. Links habe ich über die Akkorderkennung auch auf 1, 2, 3 unfassbar. Warum habe ich das? Dass der das auf 1, 2, 3 ausschickt. Und da ist es einfach wichtig, dass ich diese Kanäle, die ich natürlich selber spiele und die auch Töne vielleicht erzeugen sollen im Keyboard dazu, nicht zur Vokalisterkennung drin habe. Und dann macht der Vokalist genau, was vom Song kommt und nichts von der Tastatur. Also da einfach gucken, alles, was nicht gespielt wird von mir, kommt wirklich nur vom Vokalist, von der Vokalistenspursteuerung, vom MIDI-File sozusagen. Gut, tuck, tuck, tuck. Da haben wir die ganzen Ports, Receive, was ich empfange, Transmit, was ich sende, System wichtig, der oberste Knopf ganz wichtig, Log Internal, ab dem Moment, wo hier was anderes steht, geht nichts mehr, kein Rhythmus, kein MIDI-File, kein Start-Stop-Knopf, er wartet immer auf externe Parameter.
Deswegen die Glock muss immer auf Internals sein, wenn ihr hier mit eurem Keyboard irgendwas starten wollt, um Song, ein MIDI-File, ein Style, also wichtig, verstellt da nichts, das merkt er gleich. Damit kann man immer nur Feinde ärgern, wenn man auf die Bühne geht und schnell die Glock umstellt und nichts mehr spielt und die Leute wären verrückt. Ihr hättet aber natürlich ganz clever das Backup, was ich am Anfang der Sprechstunde für die Ingrid erklärt habe, würdet euer Backup einladen und da wäre alles natürlich richtig. Auch das MIDI-Setup wäre da wieder drin. Wir können jetzt hier ja beim Genus 2 das MIDI-Setup speichern. Bei der Vorgängermodelle ging das aber nicht nur auf User-Daten, nicht auf externe Sachen. Deswegen, da wisst ihr, wenn sowas ist, einfach das Backup reinmachen, euer Backup. Und dann könnt ihr, auch wenn euch jemand euer Keyboard total verstellt hat, sofort wieder loslegen. So, dann gucken wir mal. Der Alex hat es nochmal spezifiziert, genau, dass man auf Vocoder geht, dass natürlich sondern die Vocoder-Erkennung vom MIDI-File auch richtig umgesetzt wird. Ich sage nochmal kurz, Direct Access Vocal Harmony und dann Vocoder-Bereich und der entsprechende Kanal. Dazu wichtig, wenn es XF-MIDI-Files sind, also optimiert für Yamaha oder auch dementsprechend über der PCR-UTI als XF-Erkennung gemacht, stellt das Keyboard ja automatisch die richtige Vocalistenspur ein. Das habe ich vor gefühlt 10 Jahren mit dem Heiko Plate mal besprochen gehabt, dass man einfach einen Wert unter 10 Velocity, dann glaubt er unter 5, sprich nicht hörbare Töne, dass man davon auszugehen ist, dass wir davon ausgehen, dass es immer nur Steuerdaten sind, die zur Steuerung des Vokalisten sind. So haben wir das damals definiert. Aber ja, das hat der Heiko gut, habe ihn zählig einfach gesagt, simpelste Lösung und habe ich gesagt, perfekt, so machen wir das. Gut. Wodurch wird der, da kommt Wien dazu, Servus Wien, hallo Giorgio, wodurch der Harmonizer gesteuert wird, kann ich direkt speichern. Ich kann indirekt natürlich Sachen speichern, aber Vocal Harmony Mix Settings, also jetzt bin ich beim Kopf im Weg, kann ich da speichern, aber ich bin ehrlich, brauche ich für ein MIDI-File eine Registrierung. Singe ich nicht mit 2-3 Sachen immer, die ich immer als Default habe und mache die in meine 2-3 Startregistrierungen rein. Wenn ich wirklich MIDI-Files haben möchte, die individuell harmonisiert sind mit dem Vokalist, dann muss ich das machen. Aber ich sage mal, die Mehrheit wird dann mehr wie 3-4 Vokalisten überhaupt nutzen, Typen für ihr ganzes Programm. Weil A, nutzt man es nicht dauernd, sondern als Effekt mal. Bei manchen Songs, wo es wirklich essentiell wichtig ist, lassen wir das mal 1 von 10 Songs sein oder 2 von 10. Und dann habe ich ein Duett, ein Trio, vielleicht auch nur noch einen flächigen Chorus unisono für irgendwelche fetten Elvis-Sachen. Aber dass ich das immer individuell machen muss, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, es kann gespeichert werden, muss aber nicht. Obliegt jedem, wenn ich viel Zeit habe und viel speichern will, dann speichere ich es ab, muss ich halt in jede Registrierung dann individuell machen und mich nicht wundern, wenn ich irgendwas ändere, ich wieder alle ändern muss. Gut. Ja, gut, der Giorgio möchte manchmal mit der linken Hand steuern, manchmal per File. Ich kenne auch welche, die sagen, ich spiele der Vokalist immer mit. Ich habe manche, die spielen mit der rechten Hand, weil sie sagen, ich will spielen, was an Gesang kommt und spiele das mit der rechten Hand und lasse es MIDI-File laufen, sei rechts spiele ich die Vokalist, die einzelnen Stimmen. Wenn ich das will, muss ich das programmieren, aber ich rufe ja auch keinen Schlagzeuger, dass er hier den Startknopf und die Bassdrum spielt. Ich drücke einfach den Knopf und der macht das ganz automatisch. Deswegen haben wir doch so eine Maschine. Gut, manchmal ist das MIDI-File Spur 16 oder andere. Das kann 1 bis 16 sein, aber mein Tipp ist, wenn ich mich einmal hinsetze und das richtig mache, einmal durch PCR-UTI durchlassen, dann macht das Programm das vollautomatisch und alle MIDI-Files funktionieren. Ich muss mir nie mehr Gedanken machen. Aber alles nur Frage der, möchte ich immer von Hand was einstellen, möchte ich immer viel Arbeit machen oder möchte ich Musik machen? Gut. Ja, kann ich jetzt in der Registration abspeichern, ob linke Hand oder MIDI? Ich kann die Vocal Harmony Mix Settings abspeichern, wie ich sie hier definiert habe, in der Registration. Punkt, fertig. Okay. Also machen.
Aber ich würde, wie gesagt, das einfach das MIDI-File entweder vorbereiten lassen, dass das automatisch das schickt. Oder einfach zwei Sachen. Einmal eine Handregistrierung, die sagt, ich mache es von Hand. Oder ich mache es per MIDI-File. Da habe ich zwei Registrierungen und die machen alle 1000 Lieder. Und ich muss 1000 Lieder umregistrieren. Gut. GIS-Gebühren. GIS-Gebühren. Du sprichst in Rätseln. GIS-Gebühren, nein, danke. Man muss keinen GIS spielen. Aber kann man natürlich. So. Wer hatte noch eine hübsche Frage rund um das Keyboard? GIS-Gebühren. Na, dann mal her noch die letzten Fragen. 19.09 Uhr. Der Frank kann schon mal wieder ein bisschen was rauspushen. Das war Auto ausfüllen. Ah, alles gut. Georgia, wenn nicht, einfach eine Mail. Du weißt, wo mein Haus steht, dann helfe ich gerne. Gerne. Man kann, wie gesagt, alles, Giorgio, einfach überlegen, was wenig Arbeit und viel Erfolg und Ertrag bringt, will ich jetzt fast sagen. Sprich, dass ich mich nie mehr mit der Registrierung beschäftigen muss, weil ich sie einmal richtig gemacht habe, die vielleicht für 100 Lieder funktioniert. Wenn ich sage, okay, die 100 möchte ich mitspielen, wähle ich mein MIDI-File und habe meine Registrierung, die nur das gespeichert hat, was überlagern muss, in dem Fall den Vokalist. Die Vokalist-Einstellung, dann drücke ich einfach das MIDI-File als Song. Wenn ich es in Registrierung habe, wähle ich halt die Registrierung wegen mir und danach einfach die Vokalistenregistrierung und alles passt. Aber wie gesagt, alles kann, nichts muss. Überblenden zwischen zwei MIDI-Files können wir nicht bei den Yamaha-Keyboards. Da können wir überblenden zwischen einem MIDI-File und einem Audio-File oder zwischen zwei Audio-Files, aber nicht zwischen zwei MIDI-Files. Wir können es nur nacheinander laufen lassen. Das heißt, ein Lied läuft, das andere wähle ich vor, dass es dann danach automatisch rübergeht. Oder dass ich es in Echtzeit weiter drücke und er direkt weiterspringt. Aber überblenden geht nicht. Leider. So, da kommt noch eine Frage. Welchen Knopf benutze ich, um das Schlagzeug zu modellieren und wie kann ich es abspeichern? Dazu haben wir ja die neue, wie sieht man es besser, übers Display? Eigentlich schon übers Display. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in Style rein und dann gehen wir hier auf das Subdisplay. Kann ich ja nicht nach außen übertragen. Nee, das kann ich nicht nach außen übertragen. Dann machen wir doch die Überkopfkamera und das ist eigentlich so hell, dass ihr es auch gar nicht sehen könnt. Also ich wähle einen Style und dann drücke ich links auf Knopf Assign. Und dann drücke ich einfach so lange drauf, bis ich auf der 1 Ambi Devs habe und auf der 3 Dyn Control. Und jetzt habe ich die Dynamic Control auf der 3. Das heißt, es spielt was. Oder Ambi Devs, das heißt, die Mikrofon, den Mikrofonabstand zur Trommel. Nochmal. Und Dynamic Control. Bei dem höre ich jetzt relativ wenig Ambidev, aber Dynamic Control ist natürlich deutlich. Wenn ich jetzt mal Wert 90 habe und speichere das mal ab auf der 10 und mache mal einen Wert 43 auf der 9, dann merke ich es, ja, habe ich die Tage schon bemerkt, dass er den Ambi den Control nicht gespeichert hat. Das heißt, er bleibt jetzt bei 43. Also ich lese 42 vor, ihr seht es leider nicht, ich weiß. Aber ich schwöre es Stein und Bein, dass ich auch schon Registrierungen schaffte, in dem die Werte gespeichert wurden. Da muss ich jetzt gerade kurz selber überlegen, wie habe ich sie gespeichert, dass er die Werte machte. Nein, vielleicht habe ich einfach auch andere gewählt gehabt. Standardwert ist jetzt bei
12 Achtel Popalat, MB-Test 73, DIN Control 80. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen langsam, aber egal, mal nur zum Hören. Jetzt speichere ich den Original mal auf die 7 ab. Da ich den als Assignable Button habe, habe ich ihn doch als Assignable Button. Als Knopf natürlich. Live Control Knopf. Macht er den Wert so. Jetzt habe ich hier die 80 auf der 7. Dann mach mal die 16 auf der 6. Nee, macht auch nicht. Wenn ich es nicht schon gemacht hätte. Liebe Leni, da muss ich gerade passen. Bei meinen Erstversuchen ging es definitiv nicht. Ich habe gesagt, wir müssen unbedingt noch die Werte in die Registration speicherbar machen. Ich hätte jetzt aber geschworen, ich habe es schon hinbekommen. Kann aber auch sein, ich verwechsel das jetzt. Also definitiv hat er jetzt keine Umschaltung hier am Subdisplay gemacht, wenn ich MB oder die DIN-Control geändert habe. Folgt eine detaillierte Information nach Rücksprache mit dem Frank, der das schon mal gemacht hat. Also ich muss mich selber nochmal fragen, was ich da gemacht habe. Das schreibt der Alex, sind globale Werte. Oh, jetzt kommen viele Fragen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die richtige Reihenfolge einhalte. Für die Leni, das mit dem Knopf modellieren, wie gesagt, ich habe es schon gemacht, meine ich. Zwischenrein kam der Giorgio, kann ich bei den frei definierbaren Tasten rechts vom Display zu Rechtsordnern springen? Nein, geht nicht. Das gab es nur als Songsprung oder als Stylesprung bei der Tyrus-Kategorie-Generation. Jochen schreibt, kann ich den Genus direkt mit dem PC verbinden? Das kann ich machen, aber ich empfehle es nicht, da einige den Content des Genus gelöscht oder verschoben oder verändert hatten und der Genus dann nicht mehr so spielte, wie er sollte. Deswegen, man kann da viel machen, aber bitte arbeitet mit dem Stick. Das geht schneller und besser. Das war die Antwort von der Jochen. Alex schreibt, das sind globale Werte, die Presets aufgerufen werden, aber die werden nicht direkt gespeichert. Ich meine, der Alex meint jetzt das, was ich gerade gesagt habe, mit den DIN-Control Ambidevs. Also auf alle Fälle schalte das stylemäßig um. Ich war jetzt unsicher, ob ich es in den Rack reingekommen hatte. Alex Toralf hat das mit Sysx gezeigt, wie man die Ambient auch im MIDI verwenden kann. Naja. Zufälligerweise am 16. Jahr der Toralf Abgeiern beim Keyboard-Treff in Steinwenden dabei. Das heißt, wer da Fragen zu technischen Kniffen, die der Toralf schon erklärt hat oder uns allen erklärt, darf gerne nach Steinwenden und die Pfalz kommen. Das ist vom Saarland rein. Falls da die ganze Ecke unten gut erreichbar. Da sehen wir uns mit toller Vorführung durch Toralf und natürlich Keyboardern und Musikern aus dem ganzen Rhein-Pfalz-Saar-Bereich. Gut. Was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Haben wir eine ganze Menge Menschen hier. Welche Plattformen? Alle möglichen Plattformen. Facebook, YouTube, alles. Gut, wer noch nicht so oft da war und sagt, ich will aber noch ganz viele Fragen stellen und vielleicht traue ich mich nicht, das zu schreiben, sondern kann ich das nicht einfach live machen. Da kann man das live mit mir machen. Man kann aber einfach nachher in unseren gemeinsamen Discord-Raum gehen, der da heißt, auf Musikando und Online-Treffen müsste der direkt verlinkt sein. Ihr könnt vorher das Tool runterladen, das heißt Discord, D-I-S-C-O-R-D. Und Achtung, hier kommt jetzt der Link rein. Musikando, da treffen wir uns immer so um 20:45 Uhr, montagsabends, mittwochsabends. Manche, fast gesagt, rund um die Uhr. Dann haben wir immer Keyboarderinnen und einen Keyboarder vor sich und kann gemeinsam da Themen über Musik, Keyboard, alles Mögliche. Sind Koryphäen da, oft schneit alles vorbei, die Heidrun. Dann haben wir einen Computergurt, Edgar, der Oberprogrammierer, der Rainer. Ich komme auch mal noch auf ein Getränk vorbei und dann kann man wirklich sich alle Sachen noch erklären lassen, die es noch gar nicht gab oder geben wird oder gab oder geben muss. So, da schreibt Alex. Was wir noch nicht haben, ist ein Montage-Amp. Ja, ich auch nicht. Das ist ja auch so ein anderes Thema. Aber der Ike hat schon einen. Gut, was haben wir noch? Tja.
dann würde ich sagen, für die Nicht-YouTuber haue ich hier nochmal den Abo-Link raus unbedingt. Schau mal, ob noch einer was fragt. So. Und dann natürlich auf alle Fälle wieder, das darf ich nicht vergessen, zu sagen, Daumen hoch, unbedingt Daumen hoch. Die mache ich auch hoch. Danke auch jetzt schon wieder Spendern, Käufern, Unterstützern. Da mache ich gerade mal den Daumenlink noch rein. Danke für eure Unterstützung per PayPal, per Überweisung. Wenn ihr tolle Instrumente von mir braucht oder Zubehör, einfach melden bei mir, dass ich euch da gerne unterstützen kann. So, was kommt noch an Live-Ticker-Fragen rein? Ne, ich sehe nichts mehr. Wer hat noch was? Wer hat noch was? Wer hat noch was? Fragen, Fragen, Fragen. Breakout Elektro, was war das? Intro 3. Keine Ahnung. Da muss ich jetzt echt passen. Reggae Tones Low Jam. Was war das? Ich mal ein paar Styles, die ich noch nie gespielt habe. Miami Sound Machine, jedes Lied. Oder wie hat die Sängerin Kaiser? Nicht Jennifer Lopez, sondern Gloria Estefan, genau. Gut. Schreibt doch einer was? Hat noch einer? Oh, gibt es ein schickes Zubehör? Schwarze und weiße Tasten hat das Keyboard, ein tolles Display, tolle Rhythmen. Natürlich kann man noch Zubehör zu jedem Keyboard kaufen, aber das Wichtigste ist das Spielen, 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 Spielen. Nutzt die weißen und schwarzen Tasten mit euren wahnsinnig tollen Styles. Und wer was braucht, meldet sich. Der eine oder andere sagt, ich hätte gerne ein Volumenpedal, weil ich undynamische Klänge wie Orgeln oder andere einfach einschwellen möchte. Deswegen auch der Begriff Schweller. Andere sagen, ich brauche Start-Stop-Perfus oder ich möchte die Registrationen weiterschalten. Dazu könnte ich kurz sagen natürlich, dass auch die Rec-Sequenz eine tolle Möglichkeit ist für der eine oder andere. Das heißt, wenn ich unter Rec-Sequenz auf der zweiten Seite, was immer denn, Registrationsfrequenz, Registrationsfrequenz links daneben, und da kann ich natürlich Folgen von Registrationen anlegen, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 1 oder auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich fahre einfach wunderbar mit dem Fußschalter meine Registration vorwärts und rückwärts. Oben seht ihr das schon, wo ich einfach mit zwei Pedalen hoch und zurück kann als bequeme Konfiguration. Wenn ich die Hände zum Spielen brauche und sage, ich kann da nicht weiter drücken, dann Pedale zwei Stück anschließen. Aber ansonsten speziell, dass ich sage, das muss man unbedingt jetzt haben. Viele, die ein SX900 Genus haben, eins, dann verkaufe ich den USB-Videoadapter, dass man einfach einen kleinen Monitor ranmachen kann, um besser auch zu sehen und vor allem winkelunabhängig reflektionsfrei arbeiten zu können. Ansonsten, ich verkaufe euch alles, was ihr wollt. Aber am besten ist, wenn man es auch wirklich braucht, dass man nicht nur Geld ausgegeben hat, sondern eine sinnvolle Anwendung für das Geld hat. Gut, aufklebbare Uhr, damit man weiß, wann Pause ist. Tja, ich hoffe, dass nie Pause ist, dass die Leute nur jubeln und toben. Oh, da kommt doch tatsächlich die nächste Frage. Ich gucke gerade auf die Uhr und schon, das glaubt kein Mensch, und schon kommt eine Frage rein, 1922, und die Frage kommt, aufklebbare Uhr nicht, was es alles da inzwischen gibt. Ich bin ja demnächst, wie gesagt, wieder unterwegs. Bei allen Keyboarder-Treffs und im Keyboard-Newsletter schreibe ich auch das eine oder andere. Sprich, ob das Praxisbücher sind, Schutzfolien, Halterungen für nahezu alle Keyboards. Einfach bei mir melden. Da kommt eine Frage vom Horst zwischen rein.
über irgendein Medium, ich weiß gar nicht über was, aber hier sehe ich es auf alle Fälle. Hallo Frank, wie kann ich den MIDI-Song zur Aufnahme mit meinem Gesang starten und die Lyrik gleichzeitig im Display sehen? Wie kann ich den MIDI-Song zur Aufnahme mit meinem Gesang starten und die Lyrik gleichzeitig im Display sehen? Also, da ich die Lyrics sehen möchte, muss ich einen MIDI-File ablaufen lassen. Das heißt, ich kann dann die Aufnahme nur als Audio-File machen. Und das müsste doch einfach, wenn ich es nicht übers Display machen kann, gucken wir doch mal schön rein. Das heißt, ich lasse ein Lied laufen und möchte es alle falsch. Das war ja super. Was habe ich denn da gemacht? Alle falsch. Alle meine Entchen falsch. Genau, das war der falsch. Aber jetzt, ich nehme mal einen MIDI-File natürlich, wo ein Lyric hat. Habe ich doch gerade hier einen Stick. Und ich möchte den Lyric sehen. Der Lyric sehe ich natürlich. Der Lyric sehe ich, wenn er im MIDI-File drin ist. Gucken wir mal. Und dann gehe ich in der Audio, da müsste ich doch den Lyric anzeigen lassen können. Moment. So. USB habe ich dazu, ein paar MIDIs drauf. Ja, so ein Zufall. Yamaha 60er Goldfinger. Gut, das heißt, ich würde jetzt mir das Lied anwählen. Am besten habe ich gar kein Lyric hinterlegt, nur Text. Machen wir doch mal Direct Access und mache da einfach eine Detect View, sondern der Lyric gleich drauf, dass ich ihn sofort Zugriff habe. So, Goldfinger, das heißt, ich möchte ihn sehen. Er läuft. Okay, mal stoppen. Die GEMA hat wahrscheinlich schon, das reicht schon, dass mein Video gesperrt wird. Aber egal, machen wir weiter. Achtung, das heißt, ich fahre da zurück. Ich habe jetzt die Pfeil-Zurücktaste, dass ich am Anfang vom Lied bin. Und das Lied muss ich nachher starten über die Taste oben und ich gehe jetzt einfach mal in Recording rein. Aber ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich eigentlich muss ich im anderen Player sein, weil ich ja jetzt Audioaufzeichnung machen. Und dann drücke ich Record und Play. Drücke hier auf mein Lyric. Goldfinger. Okay. Er nimmt auf. Ich drücke Stopp. Drücke das MIDI-File auch Stopp. Und müsste doch jetzt das haben. Als Audio. Wann habe ich denn angefangen? Ja, okay. Die Lautstärke, hier mein Handy, ich mache nichts. Zeuge. Die Lautstärke hätte nicht gleich richtig eingestellt sein können. Aber, also mein Tipp natürlich, auf alle Fälle auf Assignable Buttons die Lyrics drauflegen und dann geht es eigentlich sofort. Geht auch mit anderen Keyboards, also eigentlich mit allen Yamaha Keyboards, da ich ja Start-Stop als Hardware-Taste habe. Ob das ein SX900, 700, geht mit allen. Aber wichtig, ich kann es nicht als MIDI abspielen lassen und als MIDI aufzeichnen, weil mein Gesang natürlich dann auch nicht dabei wäre. Aber vor allem habe ich nur einen MIDI-Player Aufzeichnungsmöglichkeit. Deswegen MIDI-Start auf Audio aufzeichnen geht aber sofort. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das auch noch abgefespert. 19.27 Uhr war wieder eine volle Sprechstunde. War wieder interessant. Ein paar interessante Fragen. Ich hoffe, ich habe alle zu euren Zufriedenheit gut bedient. Kommt da noch was? Vom Hugo noch was? Nee, auch nicht.
Oh, das kam jetzt per Facebook Messenger kam gerade die Frage vom Horst. Also er erreicht mich über alle Medien, das wisst ihr. Ja, da sagt der Wiener schon gutes Nächtle. Dann sage ich drauf mal, liebe Keyboarderin, liebe Keyboarder, ich freue mich, habe ich denn das schon rausgeschickt mit dem Keyboard-Treffen? Natürlich nicht. Ich muss euch doch den Link hier noch rausschicken für nächste Woche. Wer sich noch nicht angemeldet hat, unbedingt Keyboard mit Hydro. Keyboard. Wo habe ich denn die Keyboard-Anmeldung mit der Hydro? So. Na, wo ist? Keyboard Days. Da kommt doch schon der Link. Ich glaube, ich habe ihn euch noch nicht geschickt. So, hier kommt der Link zum Workshop mit Heidrun. Nächste Woche am Mittwoch. Wenn er denn hier reinspringen möchte. Genau, da kommt der Workshop-Info ist raus. 16:30 Uhr, Style Finder, Style Spielen, Style Tipps, Tricks, Hydron, öffnet die Kiste der Pandora und zeigt euch zu jedem Lied, was ihr schon immer spielen wollt, welcher Style es ist, wie das funktioniert, wie ihr ihn spielt. Ach, die kann euch alles zeigen, was ihr euch nur vorstellen könnt im Style-Bereich für Keyboard, auch Style-Editierung, Style-Fragen. Wenn einer sagt, oh, hier, das, jenes, also ganz wichtig, nutzt die Chance, 16:30 Uhr, nächsten Mittwoch in Pforzheim. Anmeldung Pflicht, da Plätze limitiert und danach 18:30 Uhr Live-Sprechstunde mit Frank. Das heißt, hier im Studio sitze ich vorne, ihr sitzt hier, stellt direkt die Fragen und seid dabei, wie ich hier der ganzen Welt lustige Sachen erkläre. Hoffentlich gut und ohne Fehler. Macht's gut, gutes Nächte, schreibt der Erste schon hier. Konnichiwa, ciao, servus, grüezi und hallo. Das war die Keyboard-Sprechstunde. Bis nächsten Mittwoch. Live hier in Pforzheim und im Internet, aber vor allem live die Heidrun 16:30 Uhr. Ich freue mich, euch zu sehen. Tschüss.